So, hey zusammen, hier ist wieder der Weezent und heute geht es weiter mit den Terraria News. Heute geht es um ein paar Verspätungen von dem Update 1.3 für Terraria. Ja, also zurzeit, wo ich das Video jetzt gerade mache, ist Terraria Version 1.3 für die PS4 draußen und ist gerade dabei für Xbox One rauszukommen. Nur halt ist es für PS4 gerade ziemlich verbuggt und es gibt halt viele Fehler. Und Pipework Studio, also die Leute, die gerade Terraria 1.3 für Konsolen und Handys machen, sind dabei, diese Fehler zu beseitigen. Nachdem diese Fehler beseitigt wurden, wird dann auch Terraria für Xbox One rauskommen und dann werden sie damit beginnen, Terraria für Handys und Nintendo Switch rauszubringen. Für andere Konsolen wird Terraria 1.3 aber nicht mehr rauskommen. Also nur für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und neuere Handys. Auf jeden Fall gibt es Neuigkeiten an den Status, wie weit Pipework Studio jetzt gerade ist dabei. Und zwar sieht sie gerade dabei, die ganzen Fehler, die die Community, also wir eigentlich alle, ihnen zusenden, versuchen sie gerade halt zu beseitigen. Und sie haben einen Haufen Fehler rausgefunden, die dazu geführt haben, dass das Spiel halt abstürzt. Und zwar hat das viel mit dem Stardust Dragon zu tun. Also ich habe das oft in den Kommentaren gelesen, dass der Stardust Dragon in Terraria, also der Sternenstaub-Minion, also der komische Drache da, der immer größer wird, je mehr Minions man dazu tut. Ja, genau der. Der hatte ja viele Fehler und sorgte dafür, dass das Spiel abstürzt. Und diesen Fehlern sind sie halt nachgegangen und haben viele Crashes, also viele Spielabstürze, die damit verbunden sind, geschafft zu beseitigen. Und es hat sich herausgestellt, dass viele dieser Fehler nicht unbedingt mit dem Stardust Dragon zu tun hatten, sondern nämlich mit Bossen oder Gegnern, die aus verschiedenen Teilen bestehen, beziehungsweise mit Sachen zu tun haben, die vor Version 1.3 waren und nach 1.3 sind. Also wenn Gegner halt irgendwas droppen, was vor 1.3 rauskommt und gleichzeitig noch etwas droppt, was nach 1.3 rauskam. Damit hat es ein paar Fehler gegeben, aber die haben es jetzt vielerseits ausgebessert. Also generell ist es so, wenn ihr noch Welten habt, die vor Version 1.3 generiert wurden, dass ihr ihnen wirklich helfen könnt, wenn ihr ihnen die Welten halt einsendet, weil dann könnt ihr dann rausfinden, wo bestimmte Fehler auftreten und so. Also wie das geht, Link ist in der Beschreibung. Also eigentlich müsste man mit einem USB-Stick halt an der Konsole gehen, in dem Fall PS4 oder PS3, dort die Spieldaten kopieren, dann den USB-Stick an den PC tun und das auf einer bestimmten Website hochladen. Also Link dazu ist alles in der Beschreibung. Und ja, noch eine Sache ist auch, dass wenn das Spiel abstürzt bei der PlayStation 4, dann glaube ich, ist es so, dass da steht, dass eben das Spiel abgestürzt ist und dass ihr irgendwas reinschreiben könnt, warum der Fehler vorkam oder so. Also ich glaube, da könnt ihr dann reinschreiben, ja, der Fehler ist vorgekommen deswegen und so. Und wenn das bei euch kommt, dann wäre es richtig cool, wenn ihr wirklich reinschreiben würdet, was halt gerade geschah und was dazu geführt hat, dass der Fehler aufgetreten ist. Zum Beispiel habt ihr gerade ein bestimmtes Item eingesetzt, seid ihr in einem bestimmten Biom drin? Habt ihr eine bestimmte Waffe verwendet? Habt ihr bestimmte Rüstung an oder so? Schreibt einfach so viel Information wie möglich einfach da rein und dann helft ihr einfach am meisten mit, Terraria fehlerfrei zu machen. Also das hilft nur okay was und wäre richtig cool, wenn ihr es machen würdet. Ich glaube, Pipework Studio spricht zwar nur Englisch, aber ich denke, dass es irgendwie zwischendurch noch übersetzt wird oder so und deswegen glaube ich, könnt ihr da auch Deutsch reinschreiben. Also wenn die Nachricht auf Deutsch kommt, dann könnt ihr auch Deutsch hineinschreiben, denke ich halt. Und das Fehler-Update, woran sie gerade arbeiten, also das Update, was sie rausbringen wollen, damit der Fehler nicht mehr auftritt, und es gerade so, dass das Spiel abstürzt, weil man das Update installieren würde. Deswegen kann das Update jetzt noch nicht veröffentlicht werden, aber sobald das Update halt fertig ist und nicht mehr abstürzt, wird es auch veröffentlicht werden, damit ihr die Fehlerbehebungen alle spielen könnt und damit das Spiel bei euch weniger oft abstürzt und generell ein paar Fehler beseitigt sind. Und Pipework Studio versucht uns halt immer noch weiterhin auf dem neuesten Stand zu halten. Zum Beispiel ist es auch so, dass Pipework Studio früher immer Streams gemacht hat, also so Livestreams, wo sie halt gezeigt haben, wie weit sie gerade im Spiel sind und sowas und generell so ein bisschen geredet haben und so. Es war nicht richtig cool, weil man wirklich sehen konnte, wer jetzt gerade wirklich ein Terraria Version 1.3 entwickelt und welches Team dahinter steht und man konnte halt irgendwie ein bisschen chatten mit denen und so. Es war immer richtig cool, dass es diese Streams gab und ich habe immer Terraria News drüber gemacht, wenn sie ein neues Video auf YouTube hochgeladen haben von dem Stream. Das war immer richtig cool und diese Streams werden weitergehen, sobald Terraria Version 1.3 auf der Xbox One rausgekommen ist. Und ja, dort sind sie halt noch in der Entwicklung, die ganzen Fehler zu beheben, damit nicht das gleiche passiert wie bei der PS4 jetzt gerade. Und ja, das ist zurzeit der aktuelle Stand, wie weit Terraria für PS4 und Xbox One ist. Und ja, wenn ihr mehr von den Informationen haben wollt oder so, dann könnt ihr jetzt den Kanal gratis abonnieren, weil dann verpasst ihr keine Terraria-News mehr und wisst halt immer, was sofort abgeht in der Welt von Terraria und in den Updates und so. Und generell für Terraria-Tutorials und Hilfe-Videos und so. Danach wäre es noch cool, wenn ihr die Glocke klickt, weil dann werdet ihr immer sofort benachrichtigt, wenn das passiert. Das ist halt nicht nur eine Abo-Liste, sondern bekommt ihr direkt auf euer Handy, zack, boom, eine Nachricht. Weezent hat ein neues Video hochgeladen, Terraria News, das und das ist passiert, ist halt immer auf dem neuesten Stand und es wäre richtig cool, wenn ihr das tun würdet. Dann wäre es auch cool, wenn ihr kurz mal den Like-Knopf drücken würdet, würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Dann könnt ihr euch noch andere Videos ansehen, aber auf jeden Fall war es dann mit dem Video, danke Leute fürs Zusehen. Dass zurzeit nicht so viele Videos kommen, hat nichts mit einer Jännerpause zu tun, wie manche andere YouTuber machen, sondern eher, dass die Schule und meine Arbeit ein bisschen mehr Zeit gerade benötigen und es kommt halt nicht so gut, wenn ich sage, Entschuldigung Lehrerin, ich habe die Hausübung vergessen, weil ich YouTube-Videos machen musste. Das ist halt keine gute Ausrede. Und deswegen geht es gerade zur Zeit nicht wirklich. Aber ich versuche immer noch Videos ab und zu reinzubringen, wenn es halt geht. Und der Terraria Adventskalender wird auch weitergehen. Nur wird er dann ein bisschen umbenannt werden, aber das werdet ihr alles mitbekommen. Auf jeden Fall danke Leute fürs Zusehen. Und danke für euren Support. Danke echt.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss.